Wichtigste ist, dass man sich gut fühlt, wenn man das Teil anhat. Aber trotzdem bin ich ein Gestalter, der ein bestimmtes ästhetisches Empfinden hat, dem will ich natürlich auch Ausdruck verleihen. Und meine Aufgabe ist es quasi, das zu verbinden. Am Anfang eine Formstudie sozusagen. Und gleichzeitig mache ich mir aber auch schon Gedanken über Materialien und Farben. Also beim Arbeiten werde ich inspiriert. Also wirklich so dieses Hin- und Herspringen dauern. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so einer Papierung arbeite, dann stelle ich mir, okay, es könnte eine Jacke sein. Und dann denke ich schon automatisch, während ich arbeite, okay, es ist ein Stoff, könnte die sein. Fällt mir nach, ja, ich hatte ja noch so einen Stoff von vor 2 Jahren. Dann gehe ich plötzlich da, kram in meinen alten Stoffen rum, hol den Stoff raus, probiere aus. Funktioniert der überhaupt dafür? Gefällt der? Und wenn ja, dann muss ich sofort bei dem Stoffhersteller anrufen und fragen, gibt es den überhaupt noch? Und ich glaube, es gibt halt schon so ein Konzept, was aber wahrscheinlich immer das gleiche ist. Also was ich mir halt im Studium und über die Kollektion quasi so verarbeitet habe und was sich auch so stabilisiert, also was auch durch Erfahrung einfach entsteht, das ist einfach mein Gerüst, was immer da ist. Und also darauf kann ich mich jetzt mittlerweile schon verlassen. Mhm. Und deshalb fällt es auch immer leichter, wirklich so der Intuition zu folgen. Das ist quasi eher wie so eine Moral gibt. Also natürlich ist sie auch dazu da, um mir selber einen Rahmen zu setzen, dann zu sehen, okay, also wie weit kann ich das auch ausreizen? Wie erarbeitest du deine Haar- und Make-up-Looks zu deiner Kollektion? Ich mag halt gerne so diese Zufälligkeiten und eine Freundin von mir oder so, ja, die ja. Jetzt gerade mal im Gespräch so gemacht und dann sind die Haare da gerade so und ich denke ja. So, wow, das ist ja so geil, wenn ich jetzt einfach genau das 15 Mal oder so wie viele Girls haben könnte, aber das ist halt total schwierig auch erstmal umzusetzen, glaube ich, weil gerade so dieses Zufällige ja, ist ja. Das ist das Schwerste. Ja, genau. Ja. Also es muss halt einfach dazu passen, zu der Botschaft, die man mit der Kollektion vermitteln möchte. Warum Berlin halt so spannend ist gerade, sie halt voll ist mit Kreativen. Also jetzt nicht nur Mode, sondern auch Künstler, Bildhauer, Produktdesigner, Architekten etc., was man alles noch dazu zählt. Es ist halt wichtig, auch informiert zu sein, also zu wissen, was einfach auf der Welt passiert. Ja, und dann einfach auch Stellung zu beziehen.